Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Tresorraum bei Catty Corner betreten könnt. Und zwar befindet sich dieser Ort hier bei Retail Row. Zeige ich euch mal auf der Karte. Da, wo vorher auch die Verpackungsfabrik war, Leute. Dort ist immer noch der Muskelkater und er hat jetzt sogar einen eigenen Tresor dort. Und den müsst ihr betreten, Leute. Ich zeige euch das Ganze mal. So, falls ich natürlich nicht sterben sollte. So, lande ich mal auf dem Dach. Da sind zwei Waffen. So. Der Muskelkater heißt nicht mehr Muskelkater, Leute. Der heißt jetzt hier Kit und ist in einer Roboter-Variante, so wie die ganzen anderen Handlanger hier. Da haben wir den auch schon. Den süßen. So. So Leute, wenn ihr den tötet, dann droppt euch drei Gegenstände. Zum einen die Tresorkarte, dann droppt euch noch seine mythische Pumpgun und einen Schockwellenwerfer. Was dieser Schockwellenwerfer macht, Leute, er ist so wie eine Impulsgranate. Also ihr könnt euch damit selber wegimpulsen oder ihr schleudert halt die Gegner weg. So, hier haben wir den Schockwellenwerfer, genau. Der schleudert die Leute halt weg oder ihr könnt ihn auch super zum Rotieren benutzen, Leute. So, den Tresorraum geöffnet, wir haben den Tresorraum betreten und schon haben wir die Herausforderung abgeschlossen. Das war's dann auch schon mit diesem Video, Leute. Falls ich euch helfen konnte, dann schreibt mir in die Kommentare. Lasst ein Like da, Leute, und auf Ehre ein Abo. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.